spannende Seefahrt. Schön. Auf dem Theater. Im heutigen Video unternehmen wir mit euch eine Seefahrt der anderen Art. Und diese Seefahrt beginnen wir an der Jakobsburg Mordgau. So Jenny, was gibt's hier noch? Ein Affengehege. Und was noch? Kinderspielplatz, Töpferei, Ziegengehege, Burgcafé, ein Festsaal. Hier kann man bestimmt auch gut heiraten. Zu spät. Jenny, was haben wir hier im Hintergrund bei dir? Das soll eine Theaterkulisse sein. Wir sind jetzt fast die Runde rum. Wir werden jetzt hier mal schauen, ob wir hier noch was zu essen bekommen. Dann geht's weiter auf Seefahrt. Da gucken wir uns noch was an. Guck mal, ein schöner Rapunzelturm, ne? Da kommt sich so ein bisschen vor wie in einem Fantasy-Rollenspiel. Computerspiel. So, wir sind jetzt am ersten See. Unsere Seefahrt beginnt somit. Mit dem Auto fahren wir jetzt ein paar Seen an, suchen wir ein paar schöne Aussichten. Oh, Sperrbereich, Lebensgefahr sehe ich gerade. Hier können wir wahrscheinlich nicht weiter. Hier ist dann auch schon das Landschaftsschutzgebiet. Guckt mal. Also können wir hier nicht weiter. Aber, schaut es euch an. Ich fahre jetzt nochmal hier hinten schauen. Aber überall diese Schilder. Wir hoffen, das geht jetzt nicht so weiter. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Wir gucken mal, welches der nächste See ist, den wir abfahren. Weil ihr habt hier in einem sehr, sehr geringen Umkreis und in sehr, sehr geringer Entfernung sehr, sehr viele Seen. Das war jetzt der Stausee. Wie hieß der? Staubeckenloser. Mhm. Oh Gott. Oh Gott, wir setzen uns. Nach 300 Metern weg abbiegen. Spannende Strecke. Aber es scheint eine beliebte Strecke zu sein, denn wir waren da nicht alleine. Also soeben vor da ein MAN Cut 1. Schöne Grüße gehen raus an den MAN Cut 1, der uns entgegenkam. Viel Spaß, falls ihr das vorhabt, was wir gemacht haben. Jetzt guckt mal, der Dreiweiberner See. You don't feel the same. Da hinten habt ihr es gerade gesehen, ein Strand. Und da hinten ist... Ich glaube, Boxberg müsste das sein, da hinten. So, ich habe noch einmal nachgesehen, da hinten, das ist Boxberg. Und Jenny, schaut jetzt mal nach, was ist da drüben? Das ist wahrscheinlich ein Badestrand. Oh Mann, seid ihr staubig. So, nächster Anlaufpunkt Scheibesee, 7 Kilometer, 8 Minuten. Oder 8 Kilometer, 8 Minuten, los geht's. Wir sind angekommen, wir haben da hinten geparkt. Und jetzt gehen wir vor zum See, der Scheibesee. Scheibesee war hier auch
Die ganzen anderen Seen hier in der Region, oder sehr, sehr viele zumindest, sind es ehemalige Tagebaulöcher. Deswegen ist da manchmal Sperrbereich, weil da manchmal doch noch was abschrutschen kann. Und eigentlich wollte ich noch an den See dann. Gucken wir mal, ob man da hinkommt. Da wird gerade noch geflutet. Leider sieht man nicht viel, ne? Alles von Bäumen verdeckt. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine Stelle. Aber das kann sich jeder ja selber raussuchen nochmal. Für uns geht es jetzt weiter an den Spreetaler See, unsere Seefahrt. Und dann werden wir zeitig abschätzen und wir sagen, wir laufen dort noch eine Runde. Wir haben das Laufrad mit, so das gibt. Oder wir fahren vielleicht noch einen anderen See an. Daneben ist noch der Bernsteinsee. Der liegt quasi, naja, da hinten, glaube ich, in der Ecke. Müsste der Bernsteinsee dahinter sein. Aber soweit machen wir jetzt nicht den Bogen. Wir fahren jetzt erstmal zum Spreetaler See. Und der Spreetaler See ist der See, der gerade erst noch geflutet wird. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Wie viel See ist denn das eigentlich jetzt, Jenny? Ist das schon der vierte? Der dritte. Wir haben jetzt einen Zwischenstopp gemacht am Bernsteinsee. Weil es lag dann doch an der Abbiegung, wo wir gesagt haben, kommt einmal rechts rüber, kurz angehalten. Jetzt sind es noch knappe 11 Kilometer, 15 Minuten. Dann sind wir am Spreetaler See. Aber ihr seht, Bergbaugelände, Benutzung auf eigene Gefahr. Aber wir gucken uns das mal an hier. So, ein paar kurze Sequenzen von dem See und ich würde sagen, hier, wenn ich hier nicht in die Fäkalien trete, geht's jetzt weiter. See Nummer 4 und zwar ist das der Spreetaler See, der gerade noch geflutet wird und ich würde sagen, wir gehen mal noch ein Stückchen nach unten. Ihr habt es gerade gesehen, die Wurzeln, die da liegen, liegen hier überall vermutlich, damit man nicht runter an das Wasser geht, da dieser See ja geflutet wird. Und es stehen auch wieder Warnschilder hier. Gucken wir mal drauf. Und es gibt übrigens auch um die Seen ganz viele Radwege und ein riesen Radwegenetz an die Fahrradfahrer, wem das gefällt. So, wir gucken mal ran. Wir sind jetzt hier. Begonnen haben wir hier, wir sind ja hier rüber oder hier rum zum Drei-Weiberner See. Aber wir waren vorher hier, vor dem Drei-Weiberner. Nee, das ist auch nochmal Loser 1 und Loser 2. Ach so. Wir sind von hier, dann war nämlich der Silbersee, das Haus Silbersee. Sind wir hier lang, Drei-Weiberner See, vom Drei-Weiberner See zum Scheibesee. Und vom Scheibesee sind wir jetzt weiter zum Bernsteinsee und vom Bernsteinsee hier rüber. Also 1. 2, 3, 4, haben wir doch einen 5. sogar. Aber an dem waren wir nicht, weil hier war die Jakobsburg, war hier. Deswegen haben wir den See ausgelassen, sind dann Drei-Weiberner See gefahren und so weiter. Und wir fahren jetzt nochmal in einen weiteren Aussichtspunkt. Ich habe total trockene Lippen, also wenn ich im Video rote Lippen habe, ist kein Lippenstift. Genau, wir fahren jetzt an einen weiteren Punkt, wo wir nochmal schauen können. Und spätestens dort werden wir uns nach einem weiteren See umschauen. Auf dem Weg zum nächsten Aussichtspunkt. So, hier nochmal ein Schild für alle zur Erklärung, ja, worum hier Lebensgefahr ist. So, das ist der Sabroder See. So, jetzt geht's gleich weiter an die nächsten. Genau, weiter geht's an See Nummer 6. Jetzt kann ich euch das gar nicht mehr zeigen, weil ich mit einer Hand die Kamera halten muss. Aber schade, dass man nicht ran kann. Wir kommen aber auf jeden Fall noch zu einem See, wo man runter kann heute. Und dann, weiß ich nicht, können ja mal Jenny fragen. Jenny, das ist See Nummer 6. Schaffen wir die 10 heute? Nein. Warum? Wir haben ja gleich den nächsten 2 schon. Dann haben wir schon 8. 8 und die anderen beiden schaffen wir vielleicht. Wenn wir uns beeilen. Wir wollten jetzt eigentlich nochmal euch den Blunauer See zeigen. Allerdings kamen wir da jetzt nicht ran auf die Schnelle, weil wir da eigentlich auch nicht geplant haben zu halten. Aber wir müssen jetzt trotzdem halten, denn beziehungsweise wir fahren mal rüber Richtung Partwitzer See und schauen mal, ob wir da irgendwo rankommen. Und vielleicht können wir da noch eine Runde laufen. Wir schauen mal, lasst euch überraschen. So, wir sind jetzt am Partwitzer See. Haben wir mal eine kleine Haltebucht gefunden.
Jetzt muss ich mal hier vorsichtig auf die Leitplanke steigen, um euch ein bisschen was zu zeigen. Ihr merkt, wir sind wieder ausgestiegen, wir sind ein Stück gefahren. Wir sind jetzt am Geierswalder See. Das ist See Nummer 7. Der andere ist ein bisschen schief gegangen. Wir gehen jetzt mal runter ans Wasser. So Jenny, wie ist es jetzt hier? Schön. Schön? Idyllisch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen da und ein Abo. Macht's gut. Ciao, ciao.